Die chemische Industrie in Baden-Württemberg blickt zuversichtlich auf das Jahr 2013. Das erläutern die Chemieverbände auf ihrer jährlichen Wirtschaftspressekonferenz in Stuttgart. Die chemische Industrie in Baden-Württemberg wird 2013 etwa 1-2% wachsen. Das wird stark vom Auslandsgeschäft getrieben. Es gibt allerdings Risikofaktoren wie die Verfügbarkeit und Preise der Rohstoffe und auch nach wie vor die europäische Staatsschuldenkrise. Risiken für die Konjunktur liegen bei Rohstoffkosten, der Staatsschuldenkrise und vor allem den Energiekosten. Die Branche ist als großer Stromnutzer durch das Erneuerbare Energiegesetz, kurz EEG, schon jetzt besonders belastet. Die aus dem Klimaschutzgesetz resultierenden Kosten spüren wir als Industrie natürlich sofort. Besonders regionale Veränderungen, die nur für unsere Industrie hier in Baden-Württemberg zu tragen sind, lehnen wir deswegen ab. Klimaschutz ist eine überregionale, eine übernationale Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Innerhalb des EEG-Gesetzes oder des Klimaschutzgesetzes müssen wir darauf achten, dass unsere streng exportorientierte Wirtschaft natürlich nicht zusätzlich belastet wird. Die chemische Industrie hat mit verschiedenen Initiativen viel für die Ausbildung getan. Das darf jetzt nicht durch die Abwertung der Realschule gefährdet werden. Daher sieht die Branche die Gemeinschaftsschule kritisch. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es immer schwieriger für uns, geeignete, qualifizierte Bewerber zu finden. Wir sehen in der Gemeinschaftsschule die Gefahr, dass immer mehr Schüler zu den Gymnasien abwandern und uns damit weiterhin die Basis wegbricht für die gewerbliche duale Ausbildung. Bei den 440 Chemieunternehmen mit mehr als 100.000 Beschäftigten in Baden-Württemberg werden derzeit 3.500 Jugendliche ausgebildet.